Guten Morgen, ihr Lieben. Hallo, ihr Lieben. Ja, ich bin aus dem Bett gefallen, beziehungsweise konnte nicht mehr schlafen, weil mein Rücken, mein Ischias mich wach gehalten hat. Und ich habe ja schon mal eine Gartenfolge bei Nacht gemacht und bin jetzt irgendwo halb fünf rum und ich habe mich entschlossen dazu, zum Garten zu gehen. Da kann ich mich erden, da werde ich auf jeden Fall ein bisschen müder, mit Sicherheit, gerade wegen des kleinen Fußmarsches jetzt. Bin ja zu Fuß unterwegs zum Garten, kleines Stückchen ist das noch. Und ja, was in dieser Folge kommt, lasst euch einfach überraschen. Ich mag diese Atmosphäre immer, wenn die Welt still steht und schläft und die Vögelchen morgens Vollgas geben. Ich mag das. Übrigens ganz besonders, wenn der allererste Vogel Alarm macht bei mir zu Hause. Das ist ja, da muss ich jetzt gerade an eine bestimmte Person denken, an einen kleinen Insider an dieser Stelle. Egal. Ja, es tröpfelt auch ein bisschen. Minimal nieselig, Hilfe. Oh, wisst ihr, wisst ihr Bescheid? Lars ist noch nicht wach. Ist echt schön. Irgendwie mag ich das. Genau das habe ich jetzt gebraucht. Und das werde ich genießen bis zum Garten. Und ich melde mich dann gleich aus dem Garten. Vielleicht kann ich es auch nicht vorher lassen, wenn ich irgendwas entdecke oder so, was ich euch zeigen möchte. Ach, guck mal, genau so. So sieht das aus. Genau darum geht es gerade. Hier ist schon etwas, was ich ewig und generell auch schon mal gefilmt habe. Und vielleicht wisst ihr, was das ist, weil das sah ganz besonders aus. Voll schön. Erstmal, ich kenne die Variante noch nicht, wenn sie so schön offen ist. Aber worauf ich hinaus wollte, sind diese Dinger hier. So sieht das vorher aus. Und daraus wird dann dieses schöne blaue Teil. Sieht echt schön aus. Und das wächst hier schon seit Wochen, wenn nicht sogar schon bald Monaten. Oh, es gibt auch andere Farben. Irgendwie hätte ich das auch gerne im Garten. Oh, noch mehr. Schön. Ach, die Kamera macht aber echt schöne Aufnahmen, obwohl das Licht noch nicht so da ist. Na gut, weiter geht's. So, ganz witzig, ich habe dann gerade noch jemanden guten Morgen sagen können. Und bei der Person möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken. Hallo Pia, wir haben gerade noch geschnackt. Liebe Pia, vielen Dank für deine Unterstützung. Ich freue mich voll. Du hast mir gerade nur erzählt, dass du gestern noch die letzte Folge gesehen hast mit dem Hügelbeetbau. Und ich freue mich total über die Unterstützung und freue mich erst recht, dass du so einen Spaß dran hast. Ja, du bist gerade auf dem Weg zur Arbeit, ich auf dem Weg in den Garten und ja, ich laufe mal einfach weiter. Vielen Dank an dich an dieser Stelle. Da ruhig, na, habe ich dich irgendwo entdeckt? Oh, ist voll schön. Ich kann den Vogel leider nicht sehen. Aber vielleicht kann einer von euch kennen. Was das für ein Vogel ist am Gesang. Ich habe jetzt gerade auch noch eine Krähe entdeckt, glaube ich. Müsste das sein? Ja, davon sitzt auch eine. Irgendwie habe ich sie in letzter Zeit ganz doll mit Krähen und Raben tatsächlich hier oben. Die sind natürlich deutlich seltener zu sehen, aber egal.
wo wollte ich hin? Zum Garten, ne? Und so von wegen laufen, genießen. Obwohl, das kann ich gerade auch gut so. Nichtsdestotrotz, weiter geht's. Da oben sitzen die Fetten. Boah, wer bist du denn da? Weg sind sie. Die sind immer kamerascheu. Hier sitzt auch einer rum. Das war schön. Schön ruhig alles. Oh, die finde ich irgendwie gerade voll leuchtend schön. Die hier am Wegesrand finde ich auch voll spannend. Die duften auch irgendwie richtig. Ja, man kann es ja gar nicht beschreiben, einen Duft. Man riecht halt da dran. Aber ganz, ganz fluffig, ganz weich. Im gleichen Gartenzaun. Ein anderes Fundstück. Keine Ahnung, was das ist. Aber finde ich auch recht hübsch. Die hier finde ich mal mega mäßig. Guckt euch die mal an. Die sind mir gestern, vorgestern schon mal aufgefallen. Die finde ich voll hübsch. Weiß einer, was das ist? Die hätte ich bei mir auch gerne. Echt, echt richtig schön. Ah, kommt wohl hier raus. Ich dachte, das wäre so einzeln gepflanzt. Aber da hinten ist das auch so zu sehen. Es nieselt gerade. Naja. Ich bin ja nicht aus Zucker, ne? Und bei Doris zwei Parzellen weiter, da sieht es echt richtig schön aus. Was die Randbepflanzung angeht, ich mag die Blumen hier voll gerne. Und wer permakulturmäßig unterwegs ist, das kann ich nur empfehlen. Die Bienchen und so, die freuen sich alle und das ist auch alles gut für euer Obst, Gemüse, alles was ihr habt. Es ist nur bereichernd und gut. Jetzt davon auch ein paar am Wegesrand stehen. Echt schön. Und jetzt kommen wir schon bei mir an. Das ist mal verblüht, würde ich sagen. So. So. Och, ist das herrlich. Ihr kennt meinen Garten, klar, aber für mich ist das jetzt eine ganz besondere Atmosphäre. Ich hoffe, ich kann euch etwas rüberbringen davon. Ich rede auch leiser als sonst. Oh, jetzt wäre ich fast auf eine Schnecke getreten. Na? Wohin des Weges? Ich glaube, jetzt muss ich auch ein bisschen aufpassen. Nicht, dass ich schon, vielleicht bin ich auch schon irgendwo raufgetreten. Nee, da ist alles gut. Was mir gerade aufgefallen ist, ich finde das voll schön, auch wenn das Ackerwinde ist, hat das hier echt einen schönen Farbton gekriegt. Haben die Nährstoffmangel? Sehen die so aus, wenn sie eingehen? Oder ist es doch keine Ackerwinde? Vielleicht kann da jemand was zu sagen, aber verhält sich schon wie eine Ackerwinde da, die Blumen hoch und so. Das ist eine Rank- und Würgelpflanze? Ach, keine Ahnung. Vielleicht weiß das wer. Ja, ich habe ordentlich gemulcht. Oh, guck mal, wie schön offen die Blüten bei den Zucchinis sind morgens. Das ist ja mal Hammer. Guck mal. Guckt euch das an. Boah, schön. Aus dem Weg. Voll schön. Und das noch eine. Welch ein schöner Anblick morgens und da ich heute Nacht noch eine Folge geschnitten habe, gibt es da auch etwas, was ich vergessen habe zu zeigen und das werde ich gleich auf jeden Fall auch noch ins Video reinbringen. Oh, ich habe was entdeckt, das ist natürlich nicht so gesund. Mein Gartenschlauch. Tja, der piescht mal eine Runde, würde ich sagen, ne? Das ist ja doof.
Tja, das bedeutet, die ganze Zeit ist Wasser gelaufen, ohne dass ich es mitgekriegt habe. Da ist wahrscheinlich richtig viel rausgegangen. Mal gucken. Okay, hält sich in Grenzen. Aber ich mach mal zu. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das nicht gemacht habe diesmal. Ich will auch weg vom Wasser. Ich habe kein gutes Gefühl mit dem Handy über dem Wasser. Ihr wisst ja, was passiert ist. Ansonsten blende ich mal oben rechts die Folge ein, wo ich das erklärt habe. Ja, und die Kartoffeln. Überall ist halt ein bisschen was hingekommen, aber da gehe ich dann direkt nochmal ein in Ruhe. Das verrate ich noch nicht. Oh, ist das schön hier. Auch hier die Blüten offen. Das ist ja richtig geil morgens. Das kriegt man sonst gar nicht mit. Echt schön. Witzig. Und hier wächst auch was anderes. Vielleicht kann mir jemand was zu erzählen. Ist das eine gute Pflanze hier? Was ist das? Bitte unten in die Kommentare, wenn das wer weiß. Das ist mir generell schon mal aufgefallen. Hier, so sieht das nämlich erst aus. Und das lässt sich ja irgendwo nochmal einpflanzen. Wenn das was Tolles ist. Optisch auf jeden Fall. Wow, ich finde das voll toll. Das würde ich gar nicht mitkriegen, wenn ich nicht um diese Uhrzeit hier wäre. Guckt euch mal diese Stempel da drin an. Guten Morgen. Nee. Aber lustig hört sich das an. Na, kommst du da wieder raus? Na, ich hoffe doch. Du weißt schon, was du tust, ne? Na, warten wir noch so lange? Nee. Da ist sie. Oh. Natürlich kommt sie raus. Voll Zucker, das war geil. Schön, solche Aufnahmen machen zu können. Die ist mir gerade aufgefallen, als ich hier hingelaufen bin. Denn ich habe hier auch wieder Dill entdeckt. Hier, das ist das Pflänzchen. Und da gibt es ein paar mehr in meinem Garten. Von ach, hier vorne auch noch einer. Da. Und wenn ich weitersuchen würde, findet sich bestimmt noch mehr. Ja, die Hummeln sind ganz aktiv. Und jetzt kommen wir zur Kamille, die ich im anderen Video dann doch vergessen habe. Oh, riecht so gut, echt. Also eindeutig eine Kamille, die man verzehren kann. Als Tee oder essbar oder wie auch immer man das vorhat. Die geht auf jeden Fall klar. Ich habe ein paar wildere hier und die sind leicht giftig und da habe ich bisher die Finger von gelassen. Witzig, die nächste. Ganz irritiert. Echt schön hier im Garten. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gewackelt. Ich beende auch schon die Folge. Die sollte auch nicht ultra lang werden. Ich möchte ja auch irgendwann noch mal schlafen können und werde hier noch ein bisschen die, ich sag mal, kurze Zeit genießen, weil lange möchte ich auch nicht hier bleiben. Und es ist immer wieder schön, im Garten zu sein und die Dinge wirklich von Tag zu Tag zu beobachten, wie das alles so wächst. So ihr Lieben, ich bin auch schon durch mit der Folge. Das sollte auch nur ein kurzer Besuch im Garten sein. Ich habe ja irgendwann schon mal eine Nachtfolge gedreht. Und ja, das war eine weitere. Das hat letztes Mal auf jeden Fall auch geholfen. Da falle ich richtig wie ein Stein ins Bett. Und meinem Rücken tat das jetzt auch ein bisschen gut, nochmal ein bisschen Bewegung zu haben. Und ja, ich freue mich aufs Bettchen. Ihr werdet bei den Tag beginnen und den Samstag feiern. Das ist übrigens Samstag früh. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Lars.